Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ubotschnik. Halbautomatische Schrotflinte mit Munitionskammer und Schussmechanismus wie bei einem Revolver. Sie können massiven Schaden anrichten, bevor Sie nachladen müssen. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Ich würde aber noch ein bisschen Munition tauschen. Was könnte ich denn noch brauchen? Schrotflinte. Auf 50 mache ich mal. Pistole. Bisschen. Machen wir mal auf. Ja, zwei habe ich noch. So, dann bin ich genau auf 100. Kaufe ich mir noch eine Waffe? Aber was würde ich mir kaufen? Ich würde mir vielleicht die kaufen mit die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Ah, will ich mir was kaufen? Ich glaube noch nicht. Noch will ich ersparen. Wie Sie wollen. So, was macht der hier? Der fertigt Waffen, so wie es aussieht. Ah, ich könnte mal wieder nachladen, sage ich schon, hier aufladen. Somit haben wir was gekauft. Oder die Schrotflinte wäre auch was. Erstmal noch nicht. Das können wir immer noch machen. Hey Mama, lass uns eine Ratte kaufen. Sei still, Papi. Ich habe erst letzte Woche eine gekauft. Bitte, Mama. Ich spiele nur ein bisschen damit und lasse sie dann laufen. Zum Spielen hast du deinen Teddybär. Hör auf, Essen zu vergeuden. Ein bisschen zu teuer. Tja. Sie dürfen nicht mit Essen spielen. So. Und Bourbon. Bourbon ist weg. Ah. Haben wir nochmal einen Militärmunen dazu gekriegt. Da ist er. Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Der ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Gehen Sie... Ja, wir lassen uns überraschen. Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durchwillst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. So, wir gehen wohl hier raus. Na, sieht ruhig aus. Die Luft ist rein. Los! Viel Glück, Leute! Wir müssen hier weg. Sofort anhalten! Der Weg nach draußen. Schnapp sie euch! Bewegung, Junge! Oh, wir sollten noch auf letzter Strecke geschnappt werden. Die tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Und jetzt ganz vorsichtig. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mumm, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen.
Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Bestimmt. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Okay. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Ja, ich glaube, er wiederholt sich immer nur. Achso, er plündert den da gerade. Ah. Mit Schalldämpfer? Oder auch verlängertem Lauf? Ne, mit Schalldämpfer. Ist das gut? So können wir leise ausschalten. Ich glaube, ich lasse das mal. Erstmal, da haben wir noch ein bisschen Muni. Ah ja. Okay. Der hat nichts, das ist eine AK. Aber die kann ich aus irgendeinem Grund und den Ersatzfilter kann ich beides nicht aufheben. Er ist da noch, oder? Und da ist er schon abgehauen. Bourbon. Ach, da steht er. Ja, lass ihn. Ach, das sieht aus, als würde er rauchen. Aber er raucht ja gar nicht. Hier ist auch nichts. Ich dachte, ich finde hier noch ein paar Ersatzfilter oder so, aber nein. Doch, vielleicht hier. Sieht gut aus. Oder auch nicht. Ja, ich will es gar nicht wissen. Boah. Ich geh mal Schrotflinte. Ah, da wäre ein Ersatz. Siehst du, ein Lager gefunden. Greift er mich gleich an? Ich habe mich da eben gerade echt erschrocken, muss ich sagen. Aber das soll das Spiel ja auch so ein bisschen machen. Ah, sie rennen weg. Noch mehr? Na gut. Kann man hier noch was sehen? Die Stadt? Ah, nicht so viel. So. Das heißt, diesen Weg hier oben sollten wir bestimmt auch lang gehen. Da war ja gut was versteckt. Boah. Ja, das hätte schmerzhaft werden können. Hätte ich nicht aufgepasst. So, Bourbon. Ich glaube, ich hab alles. Ah, es hätte... Gehen wir. Ich glaube, ich brauche gleich einen neuen Filter. Hört sich so an. Hier. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Okay. Das ist also Moskau. Oh. Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Dämonen. Da ist er lang geflogen. Oh. Ach, da ist er. Gewesen. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Spring, ich versuche. Oh. Das nenne ich nun wirklich Pech. Oh, ich bin schnell wieder hoch. Nee, das tue ich nicht. Jetzt müssen wir nur... Was zum Teufel? Scheiße. Ah, wir verstecken uns mal lieber. Oder hat er uns jetzt gesehen? Jonal. Da sollen wir da lang.
Der Dämon ist weg. Keine Gegner in der Reichweite und schon sind wir alleine. Wie schnell das passieren kann. Okay. Einmal vielleicht nachladen. Nachladen. Ich sag immer nachladen. Aufladen eher. So. Alles an Moon nehmen, was hier ist. Sonst sehe ich hier nichts mehr. Doch, hier können wir noch weiter. Oder auch nicht. Könnte ein Kamin sein. Wenigstens haben wir eine schallgedämpfte Waffe. Ich kann jetzt, das könnte ich euch mal zeigen, wenn ich jetzt R gedrückt halte, kann ich auf Militärmoon wechseln. Und dann schieße ich natürlich mit Geld sozusagen um mich. Aber das machen wir nicht. Ich lade wieder um. Okay, so. Na, soll ich jetzt warten? Geht er wieder weg? Weil ich hätte ihn ja jetzt auch einfach abschießen können. Und weil ich es kenne, weiß ich, dass hier denn Großspektakel ist mit viel Schießen. Oh, da schießt jemand. Vielleicht war das Bourbon. Hat er mich gesehen? Ja. Ich glaube, da ist so eine leise Waffe gar nicht so schlecht. Kommt noch einer? Ich drehe mich gerade hier um. Hier darf man sich, glaube ich, nicht umdrehen. Ah, wie er hier atmet. Das hört sich an, als wird das immer schwieriger. Aber noch müssen wir keinen Filter wechseln. Noch haben wir Zeit. Ah, hier können wir wieder auf eine normale wechseln. Aber das wäre ja blöd. Die finde ich gar nicht so schlecht. Die ist vielleicht ja nicht ganz so präzise wie die andere durch den Schalldämpfer, aber... Da. Oh, der nächste Schuss. So, ich mache das Licht mal aus. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir alle nicht in Moskau zu dieser Zeit leben wollen. Sehen auch süß aus, also so, wenn ich mir die mal vom Nahen angucke. Ah, es war noch nicht ganz jetzt. Gleich wieder nachladen. So. Retten. Wer muss gerettet werden? Wir sind sonst eigentlich immer zur Stelle. Wenn jemand gerettet werden muss. Leben tun wir gerade. Also ich versuche hier mal ganz genau und präzise durchzugehen. Also wenn das hier gerade so unscharf wird, dann... Oh. Wenn ihr so seht, dieses Eingefrorene wird immer mehr. Und das ist, glaube ich, mehr oder weniger auch eine Anzeige für die Luft, die wir kriegen. Dass unsere Sicht auch immer schlechter wird. Ist das, nee, da sind Pfeile.